Hallo, mein Name ist Klaas-Peter Müller, ich bin Steuerberater in Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil mal zum Thema Ende der Gewerbesteuerpflicht. Für alle Gewerbetreibenden ist das ein interessantes und wichtiges Thema. Wir hatten dazu als Gegenstück schon mal ein Video gemacht zu Beginn der Gewerbesteuerpflicht. Ich suche das nochmal raus, versuche das nochmal zu verlinken. Der BfH hat nämlich jetzt aktuell noch mal ein interessantes Urteil gefällt, eben zu der Thematik, wann für einen Gewerbebetrieb letztmalig eine Gewerbesteuerpflicht besteht und ab wann für Gewinne, die vielleicht entstanden sind, keine Gewerbesteuerpflicht mehr. Und die Kernaussage des Urteils des BfH ist die, dass wenn der aktive Gewerbebetrieb eingestellt wird, dass dann auch die Gewerbesteuerpflicht beendet wird, egal ob danach noch Erlöse oder Gewinne entstehen aus der Abwicklung des Gewerbebetriebs, also aus der Veräußerung von restlichen Vermögensgegenständen, dass die sozusagen nicht mehr unter die Gewerbesteuerpflicht fallen. Das ist eigentlich eine Thematik, die irgendwie klar sein sollte, weil ja der Aufgabegewinn eines Gewerbebetriebes eben nicht gewerbesteuerpflichtig ist. Einkommensteuer muss bezahlt werden auf den Aufgabegewinn, aber eben keine Gewerbesteuer mehr. Und in diesem neuen Urteil, wir verlinken das nochmal, wir haben da einen Blogbeitrag dazu geschrieben, verlinke ich nochmal zu dieser Thematik, dass man das Urteil nochmal nachlesen kann. Aber Kernaussage ist, wenn man nachweisen kann, dass die eigentliche aktive Tätigkeit des Gewerbebetriebes eingestellt wurde und beendet wurde damit, dass dann auch die Gewerbesteuerpflicht endet. Und jetzt ist es natürlich eine Sache der Praxis, darzustellen, dass wirklich der Gewerbebetrieb beendet wurde und nicht nur ruht und damit auch die aktiv werbende Tätigkeit eingestellt wurde. Das ist so der Grundsatz. Aber weil es offensichtlich immer wieder zu Diskussionen kommt, welcher Teil eines in der letzten Phase des Gewerbebetriebes wohin gehört, gehört der Gewinn schon zum Aufgabegewinn oder noch zur aktiven Tätigkeit? Hier sollten genaue Aufzeichnungen geführt werden, dass man das genau abgrenzen kann, damit unter Umständen für den letzten Gewinn eben keine Gewerbesteuer mehr anfällt. Wichtiges Thema, auch wie gesagt zur Thematik Beginn der Gewerbesteuerpflicht, für den Beginn, für den Anfang, dass man hier auch genaue Abgrenzung führt und eben darstellen kann, ab wann es erst mit der Gewerbesteuerpflicht losgeht. Wer dazu Fragen hat, Fragen stellen, Kommentare dalassen. Ansonsten Termin vereinbaren, wir beraten dazu gerne, dass hier Klarheit besteht und nicht im Nachhinein noch großartige Steuern entstehen. Ansonsten sehen wir uns auf den anderen Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram. Bis dahin auf diesem Kanal. Tschüss!